Ja, ist egal. Sehr hartes Gestrüpp. Nein, ich möchte durch den Tempel gehen. Sehr gerne und durch das Dorf. Das ist der Weg, für den ich mich entschieden habe. Vielleicht ist es auch kein Weg, sondern vielleicht ist es einfach nur, ich sag mal, eine Art Bonusbereich. Kann ja auch sein, aber das glaube ich irgendwie nicht. Aber super interessanter Aufbau. Gefällt mir. So. Jo. 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 Und höpp. Ein bisschen spiele ich jetzt heute auf jeden Fall auch noch, ne? Also ich glaube nicht, dass wir das Level hier schaffen werden. Keine Ahnung, die sind ja meistens relativ lang, die Level. Zumindest die in Nevada waren relativ lang. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich das Level heute packen werde, in keinster Weise. Aber mal gucken, wie weit ich noch spiele. Wahrscheinlich wieder bis zu irgendeinem Tod, dass ihr dann zu Beginn der nächsten Aufnahme auch wieder das Gleiche wieder sehen dürft, ne? Pah, warum soll ich denn euch einen Gefallen tun? Nee. Ja, aber die meisten Aufnahmen sind so geendet, dass ich einfach irgendwie gestorben bin, weil ich gedacht habe, boah, nee, das machst du jetzt nicht nochmal. Außer wenn ich ein Level geschafft habe, dann gab es auch mal vielleicht hier und da mal ein Ende. So. Aber ich glaube, es hat echt was mit diesem Lichtstreifen in der Mitte zu tun, ne? Dann gucken wir mal. Wir testen jetzt mal ein bisschen. Deswegen war auch die Perspektive so auf das Licht gerichtet. Ich verstehe. Also auf das Fenster, was das Licht reingelassen hat. Und ich habe keine Ahnung, ob es da vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, dieses andere Licht auch noch zu deaktivieren. Aber, ja, kann sein, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Das war okay. Waren nur drei Pfeile oder so, die da rauskamen. Oder man geht halt vielleicht ganz an den Rand. Okay. Na okay, da wird auf jeden Fall was aktiviert. Alles klar. Gut, okay. Den Speicherpunkt hätten wir auch schon mal. Oder Kristall besser gesagt. Hallo. Na, ihr? Keinen Schutz suchen. Wo bist du? Fall gerade. Wo kommst du jetzt von der Seite? Nein! Du kleiner... Ah, du bist aber auch echt... Penner. Echt. Der hat mich gut erwischt. Alte Sack, ey. Oh, hi. Danke. Ja, pff, scheiße. Nervig, echt nervig. Ach, Mann. Ich hab's gehört, aber ich hab gedacht, ach, scheiß drauf. Wird schon schief gehen. Ich versuche gerade jetzt einfach nur schnellstmöglich noch alle Leute zu töten, bevor ich jetzt gleich wieder gar keine Energie mehr habe. Und dann fresse ich mal, und jetzt haltet euch fest, ich fresse mal ein großes Medipack. Ja. Ja, warte, oh, der hat den ganzen Tag seit Jahrzehnten nur auf mich gewartet. Kann das sein, der Kollege hier? So, dankeschön. So, die hatten ja alles nichts für Mix. Nichts für Mix, genau. Nichts für mich. Ja, wenn es überhaupt notwendig ist, ein großes zu fressen, ne? Weil das Gift, das tötet mich zwar, auch stetig, aber langsam. Und das ist der Unterschied. Ja, da ist noch einer, genau. So, dankeschön. Ja, fressen wir jetzt ein kleines. Und, ach nee, komm. Was kostet die Welt? Nicht, dass wir irgendwann mal keine mehr tragen können, keine großen, ne? Weil wir so viele haben. Kommen wir denn da hin? So, wo war das kleine Medipack? War das hier mit dem Feuer, der Raum? Jawohl. Ha, guck mal. Man könnte meinen, ich habe sowas wie ein Gedächtnis manchmal, ne? Lalalala. Nicht ins Feuer. Fire. Burn. Kann man hier von zwei Seiten rein? Das wäre natürlich richtig geil. Ich speichere ab. Ich werde mir das Medipack holen. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ich werde den Weg finden. Huh, was ist denn hier? Ah, guck mal, hier gibt es ja auch nochmal einen Weg. Wer hätte das gedacht?
Aber erst einmal, wie gesagt, speichern wir ab. War zwar Killefeed eigentlich, was ich jetzt hier gemacht habe, die paar Meter, ne? Aber ey. Alles klar. Zack, zack. Jupp. Die Frage ist, wofür uns der andere Weg hin? Uiuiui. So. Jetzt werden wir aber erstmal kämpfen um das Medipack. Es muss möglich sein. Ich lasse es nicht zu. Ein Nein ist keine Antwort für mich jetzt gerade. Es muss klappen. Wie weit komme ich rein? Bis zum Treibsand? Okay. Einfach mal dumm probieren. Ist jetzt zu weit, oder? Okay, man kriegt es nicht. Hier gibt es keinen festen Untergrund, so wie es aussieht, ne? Ich dachte eigentlich, dass es hier wäre dann wenigstens eine feste Plattform oder sowas, aber nö, nö, nö. Ne, da war aber auch alles, ne? Okay. Wahrscheinlich kann ich das Medipack abhaken. Wenn es da eine Möglichkeit gibt, also es hilft mir dann jetzt wahrscheinlich nicht mehr weiter, wenn ihr einen Kommentar schreibt, aber mich würde es einfach mal interessieren. Kann man das Medipack holen? Ja, nein, vielleicht. Ah. Kalter Kaffee mittlerweile. Auch gut. Ist auch wieder frisch geworden, muss man sagen. Hat ja auch die ganze Zeit Fenster offen. Jula beschwert sich, weil das hier so kalt ist. Aber ich finde das ganz geil. So, also das sieht auch sehr nach strömungsbehaftetem Wasser aus, finde ich. Egal! Und gespeichert. Okay. Ist noch keine Strömung. Ah, okay, das ist aber ein Gitter. Was es noch zu öffnen gilt, offensichtlich. Irgendwie. Unterwasserhöhlen? Sehe ich jetzt hier erstmal nichts, okay. Ne, gut. Dann gehen wir erstmal durch den Einweg, den wir gerade gesehen haben. Den ich jetzt hoffentlich auch wiederfinden werde. Oh, vielleicht bekomme ich ja so Treibsandschuhe irgendwie. Dass ich da nicht so schnell einsinke. Leck mich, ja, okay. Sind hier draußen auch so blöde Fallen? Wo waren die jetzt nur im Tempel? Ich hoffe, die waren nur im Tempel. Okay. Tada! Keine Ahnung, was das jetzt war. Weil der Toni hat auch gesagt, ich glaube, ich kriege hier auch die Harpune. Kann ich mich unter Wasser auch noch wehren? Oder vielleicht vertue ich mich auch gerade. 28, 7, 3, okay. Oh, war vielleicht doch ein bisschen hoch. Okay, oder auch nicht. Ich frage mich, wie komme ich denn hier jetzt am besten durch? Gar nicht. Ha. Gut. Hangeln geht auch nicht. Warum ist denn auf einmal eine Wand? Die soll da nie sein. Oh Mann. Okay, ich muss irgendwie einen Schalter finden, der das Gitter schließt. Dann komme ich auch da rüber. Also gucken wir uns doch noch mal ein bisschen im Dorf um. Dann habe ich da wahrscheinlich irgendwas übersehen, vielleicht. Immer zwei Möglichkeiten. Einmal das Gitter zumachen oder einmal das Gitter im... Also unter Wasser öffnen. Mal so ein bisschen die Wände mal abschauen. Ich will echt nicht ausschließen, dass ich irgendwas übersehen habe. Mhm. Oder mal eine Fackel zur Hilfe. Mal ein bisschen mehr erkennen. Ich habe jetzt hier so wirklich gehofft, dass hier direkt am Stein Gedöns ist. Aber nein. An dem großen Tor ist eigentlich ein Crash Bandicoot Level. Ja, schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Wandtechnisch. Also ich gucke mir jetzt vornehmlich die Wände an. Das kann aber natürlich auch sein. Dieser Stein hier ist zum Beispiel auch sehr verdächtig.
Nee, doch nicht. Habe ich ihn falsch gesehen. Da ist auch irgendein Scheißschalter vielleicht in irgendeinem Baum eingearbeitet oder sonst irgendwas. Jetzt kann ich mich auch noch daran erinnern, da oben saß auch ein Typ, ne? Also ob das irgendeine Bedeutung hat, weiß ich nicht, aber... Kann ja sein, oder wir gehen nochmal nach hier. Genau, wir gehen nach hier. Kann man hier vielleicht irgendwie was an den Wänden? Nein. Kann man auch nicht lang kraxeln. Ja, das hier ist der einzige Weg, den ich jetzt sehe. Aber ansonsten ist da unten nur weit und breit. Oh, hi! Treibsand wollte ich eigentlich sagen. Aber siehe da, der ist gut versteckt gewesen, muss ich wirklich sagen. Nicht runterfallen. Genau. Sehr schön. Hast du fein gemacht, Lara. Die Frage ist nur, was bringt mir das jetzt? Wahrscheinlich irgendwas ganz anderes. Weder das eine noch das andere, sondern es tötet mich einfach direkt. Ah. Zeitgesteuert? Natürlich zeitgesteuert. Was sollte sonst passieren? Wie sollte es sonst anders sein? Hör auf! So. Guck so blöd, ne? Oh, da oben ist eine Brücke. Haben wir gar nicht gesehen vorher. Skandal. Wo ist er? Du bist doch hier irgendwo. Verarsch mich nicht.